Das ist die Nifty 170, eine robuste und vielseitige Anhängerarbeitsbühne von Nifty Lift. Mit einem der größten Arbeitsbereiche in ihrer Klasse sorgen die achteckigen Ausleger der Nifty 170 für Stärke ohne Kompromisse beim Gesamtgewicht und bieten eine maximale Reichweite mit solider Stabilität und Kontrolle. Der Anhänger mit Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik kann leicht von einem kleinen Nutzfahrzeug oder 4x4 von Ort zu Ort gezogen werden, wodurch die Transportkosten reduziert und die Flexibilität beim Transport erhöht werden. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Nifty 170 in vielen verschiedenen Umgebungen einsetzbar, aber sie eignet sich besonders für mittlere Industriestandorte oder größere Wohnanlagen. Aufgrund ihres niedrigen Gesamtgewichts ist sie leicht genug, um vor Ort von zwei Personen positioniert zu werden, aber die Nifty 170 ist auch mit der Option Traktionsantrieb erhältlich, um eine mühelose Positionierung vor Ort zu gewährleisten. Betätigt von der Steuerung neben der Anhängekupplung, nutzt der Nifty Traktionsantrieb hydraulisch angetriebene Trommeln, um die Straßenräder zur Positionierung der Maschine zu drehen, womit sie sich ideal für einen weichen Untergrund wie Kies und Gras eignet. Der Korb der Nifty 170 bietet Platz für zwei Personen mit ihren Werkzeugen und kann im gesamten Arbeitsbereich überall positioniert werden. Die Nifty 170 ist mit mehreren Antriebsoptionen erhältlich, darunter Batterie, Netzbetrieb, Benzin, Diesel und Bioenergie, wobei die Vorteile von Elektro- und Motorantrieb in einer Maschine kombiniert werden. Die Nifty 170 ist standardmäßig mit hydraulischen Abstützauslegern ausgestattet, die beim Aufstellen Zeit und Energie sparen. Jeder Abstützausleger kann mühelos von einer Steuerung neben der Anhängekupplung betätigt werden, um auch auf Gefällen oder bei Unebenheiten eine einfache Stabilisierung zu gewährleisten. Die druckempfindlichen Verriegelungen an allen Abstützauslegern stellen sicher, dass die Maschine richtig aufgestellt wird und geben die Auslegersteuerung erst frei, wenn alle Abstützausleger sicher positioniert sind. Die Bedienung der Nifty 170 ist einfach. Der Kontrollschalter im Korb wird auf eingeschaltet und die Ausleger sind mit einfach bedienbaren, vollproportionalen hydraulischen Hebeln zu steuern. Der Bediener kann durch Anheben oder Absenken der Hebel, während der grüne An-Ausschalter oder das Fußpedal gehalten werden, jeden Ausleger einzeln oder paarweise einfach und genau bewegen, um den Korb zu positionieren. Zusätzlich zur Korbsteuerung gibt es auch eine Bodensteuerung. Sie dient als Absicherung für den Bediener, der die Ausleger aus Sicherheitsgründen oder für die Wartung anheben kann, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Um die Bodensteuerung zu bedienen, dreht der Bediener den Schlüsselschalter in die Position ein und bedient die Hebel auf die gleiche Weise wie in der Korbsteuerung. Neben jedem grünen An-Aus-Knopf hat die Maschine einen roten Notausknopf. Damit kann die Maschine im Notfall schnell vom Boden oder Korb aus gestoppt werden. Die Nifty 170 hat eine Handpumpe, mit der alle Maschinenfunktionen auch ohne Netzbetrieb aktiviert werden können. Wird die Handpumpe zusammen mit der Bodensteuerung benutzt, kann die Maschine auch ohne Netzbetrieb langsam und sicher auf den Boden abgesenkt werden. Die hydraulischen Ausleger können auch auf diese Weise bedient werden. Daher kann die Maschine bei Bedarf ohne Netzbetrieb verstaut werden. Jede Nifty Lift hat an allen Hydraulikzylindern Rückschlagventile, um sicherzustellen, dass im unwahrscheinlichen Fall eines Schlauchausfalls die Maschine sicher in ihrer Position verbleibt, bis der Bediener die Steuerung aktiviert. Mit wartungsfreien Bolzen und Buchsen, strapazierfähigen Hydraulikschläuchen und nur einigen einfach zugänglichen Schmierstellen ist die Nifty 170 schnell und einfach zu warten. Das ist also die Nifty 170. Sie ist schnell aufzustellen, einfach zu bedienen und leicht zu warten. Mit ihrem kompakten Chassis bietet sie einen hervorragenden Arbeitsbereich, wodurch sie für sehr vielseitige Einsätze geeignet ist.